Sie ist eine Größe hinter großen Motiven für Mut zur Veränderung. Sie schaffte es vom Bezirksgericht für Handelssachen bis in den obersten Gerichtshof und beendete dort als Präsidentin ihre berufliche Laufbahn. Als Leiterin der Hypo-Kommission zu Österreichs größten Bankenskandal machte sie einen schlanken Fuß und setzte diesen wenig später in die Tür zur Wahl des höchsten politischen Amtes der Republik. Frau Dr. Irmgard Griss spricht mit mir, warum politische Veränderung es nicht zum Nulltarif geben kann, wer und was entscheidend für die Zukunft ist, wie die Wahrheit zum Richter kommt und bei welcher Tätigkeit sie über Lösungen nachdenkt, sowie über ihre Philosophie zum Sinn des Lebens. Ja, und ich möchte nochmal zum Einstieg auch für die Zuhörer ganz kurz erklären, dass ich kein Profi bin, dass ich kein Journalist bin in dem Stil, was Sie vielleicht gewohnt sind, wenn Sie die meiste Zeit oder vor sich haben, der was mit Ihnen spricht. Ja. Ich bin Freizeitpopulist, sage ich mal dazu. Ja. Und mir macht es sehr viel Spaß, mit Leuten zu reden, die was zum Sagen haben, die sehr viele Erfahrungen schon mit sich gebracht haben, die das Leben auch von einer anderen Seite kennen und die in weiterer Folge ich es für sinnvoll oder für empfehlenswert finde, ihre Aussagen zu publizieren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Frau Dr. Irmgard Griss heute zu Gast ist bei mir. Und ich fange einmal so ganz einfach an mit einer Frage, die man im Journalismus ungern oder gar nicht stellt, nämlich die Was-wäre-wenn-Frage. Und ich frage Sie, was wäre gewesen, wenn Sie nicht zur Bundespräsidentschaftskandidatin sich aufgestellt hätten? Ja, mein Leben wäre gleich weitergelaufen wie bisher, also nichts Aufregendes. Okay, inwieweit gleich weitergelaufen? Ja, ich mache ja verschiedene Sachen und die hätte ich halt weitergemacht. Ich mache diese Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte, da bin ich Schlichterin. Ja, da gibt es genug Sachen, wo ich mich engagieren kann und das hätte ich halt gemacht. Ich habe immer Lehrveranstaltungen an der Uni gemacht, hätte vielleicht auch weitergemacht. Also gibt es Verschiedenes. Okay. Sie sind Ehefrau, Sie sind Mutter, Sie sind Oma, Enkelkinder, Familie. Jetzt kann ich mir vorstellen, damals wird es ja gar nicht so einfach gewesen sein, der Familie beizubringen, ich möchte jetzt noch in meiner Pension, Sie bekommen noch eine hohe Pension, also da reden wir von rund 100.000 Euro, was da im Jahr an Pension, also denke ich mal. Nicht, aber so ähnlich, also das heißt, meistens die anderen Menschen haben andere Bedürfnisse in der Pension, ganz einfach ihr letztes Quartal vom Leben, wenn man das so sieht, zu gestalten. Und was ist jetzt, wenn ich auf dem Familientisch sitze und diese Idee auf den Tisch bringe? Wie hat die Familie reagiert und welche Argumente haben sie gebraucht, um diese Sachen da unterstützend? Das war überhaupt kein Problem. Okay. Da spricht man darüber und sagt, ich möchte es machen. Dann sagen die anderen, ja gut, mach's das. Aber das war keine Diskussion. Also das war überhaupt kein Problem. Politik kostet einfach Kraft, Zeit, sehr viel Energie. Wurde aus der Außenseiterchance für das höchste Amt im Staat in weiterer Folge eine politische Aufgabe für Ihr Leben? Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung und vor allem deshalb, weil ich ja vielen Menschen begegnet bin, die ich ansonsten nie kennengelernt hätte. Und ja, das sieht man dann, dass es viele engagierte Menschen gibt, Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, und das ist eine sehr gute Erfahrung. Es war aus meiner Sicht auch ein, so ein historisches Ereignis, ich habe das verfolgt, wie jeder andere Bürger hoffentlich auch, und es von Anhieb zu schaffen, auf knapp 20% der Wählerstimmen zu bekommen, das war damals der zweite, 2 Prozentpunkte, glaube ich, hinter Herrn van der Bellen. Jetzt sagt es natürlich sehr viel über die Person aus, die das erreicht hat, das Ziel, aber auch einiges über die Kandidaten, die seit längerem, seit Jahrzehnten schon auf dem Markt sind. Meine Frage, welche Säulen braucht ein Umbruch außer Vertrauen in die Politik, um der Veränderung eine stabile Chance auf eine friedliche Entwicklung zu geben? Jedes Wahlergebnis spiegelt auch die Stimmung im Land wider.
Und bei uns, genauso wie in anderen Ländern, nicht nur in Europa, ist ein starkes Bedürfnis nach Veränderung. Dass die Menschen das Gefühl haben, so wie es jetzt ist, soll es nicht weitergehen. Ohne dass die Vorstellung konkret ist, wie es weitergehen soll. Und von dieser Stimmung profitiert natürlich ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin. Und das war bei mir genauso. Das ist einfach dass der Änderungswille, der Wunsch nach Änderung, die Unzufriedenheit mit dem System, was immer das jetzt ist. Und das führt dann dazu, dass Leute wie ich, die dann neu hineingehen, doch eine gewisse Chance haben. Etablierte Parteien haben ihre Kanäle, ihre Strukturen, ihre Tools, vom finanziellen Background gar nicht zum Reden. Sie haben von Null angefangen, von quasi nichts. Da geht es um Finanzierung, da geht es um Struktur, Organisation, um Öffentlichkeitsarbeit. Wer waren die ersten Vertrauten, die mit Ihnen dieses Konzept, dieses Gerüst aufgebaut haben damals? Das waren junge Leute mehrheitlich, also fast nur auch Freiwillige, die schon ein bisschen älter waren, die sich da engagiert haben. Aber die Leute, die in Wien waren und die angestellt waren, das waren junge Leute, die Unterschiedliches bisher gemacht hatten. Es war niemand dabei, der wirklich Kampagnenerfahrung hatte. Das war sehr spannend, wenn man sowas von Null auf aufbaut, ist das schon eine besondere Herausforderung, natürlich auch finanziell. Wir waren ja auf Spenden angewiesen und hatten dadurch natürlich auch viel weniger als die anderen Kandidaten, was klar ist, nicht? Wir hatten einen anderen Hintergrund. Und ja, aber es war ein Experiment und ganz spannend, das zu versuchen. Ja, dürfte auch sehr gut geklappt haben und gelungen sein, ja, was man heute dann weiß. Knapp daneben ist auch daneben, aber natürlich, ja, es war für das, für diese Bedingungen, unter denen ich angetreten bin, glaube ich auch, kann man sagen, ist es ein respektables Ergebnis. Und das ist vor allem auf das Engagement dieser jungen Leute auch zurückzuführen. Ich nehme an, Sie haben bewusst in die jungen Leute gesetzt und mehr Abstand genommen von Politprofi. Das ist auch eine finanzielle Frage, nicht? Das ist auch ein Unterschied, was sich jemand vorstellt, der Kampagnenerfahrung hat, der Parteien beraten hat, der hat auch andere Honorarvorstellungen als jemand, der das jetzt zum ersten Mal macht. Das ist klar, Parteien können sich da aussuchen und können sich Leute nehmen, die schon lange in dem Geschäft sind. Es war dieses Jahr 2016 ein für Sie sehr erfahrungsreiches Jahr, wie Sie das am Anfang schon kundgetan haben. Was waren die im Wahlkampf, in den Touren, was war diese für Sie persönlich positivste Erfahrung, Erlebnis, was Sie mitgenommen haben? Ja, das Engagement der Leute, dass so viele Leute bereit waren, sich zu engagieren, auf der Straße zu stehen, zu werben, vor allem zuerst die Unterstützungserklärungen und dann auch Geld zu geben, ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben ja keine Tradition, dass auf einer breiten Basis für politische Projekte gespendet wird. Das haben wir ja nicht, das ist ja anders als in Amerika. Und dass auch bei uns Leute da bereit waren und Leute, die dann 50 Euro gegeben haben, 20 Euro gegeben haben, 10 Euro und manche auch mehr, das war schon sehr erfreulich, dass hier doch eine Bereitschaft besteht, sich wirklich zu engagieren. Kürzlich hatten Sie gesagt, es ist Ihnen aufgefallen, dass eine große Gruppe von Menschen, ich zitiere, an normalen Leben nicht mehr teilnimmt. Die einen, weil sie es nicht können, weil sie nichts haben, und die anderen, weil sie es nicht wollen. Können Sie mal da ein bisschen was Genaueres darüber reden? Wie haben Sie das gemeint? Ja, es gibt Leute, die so reich sind, dass sie eben nicht mehr ein Leben führen, wo sie einkaufen gehen, so wie unser eins, sondern all das nicht mehr machen. Also da hier Leute haben, die sie dafür einsetzen und dann auch in erster Linie untereinander verkehren, also mit ihresgleichen zu tun haben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das eine Schicht ist, eine Gruppe von Menschen ist, die eigentlich mit dem ganz normalen Leben nichts oder sehr wenig zu tun haben. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen und die gar nicht in der Lage sind, jetzt am kulturellen Leben, am Leben, dass sie ausgehen oder was immer teilzunehmen, weil sie einfach schon gefordert sind, überhaupt das Lebensnotwendige zu haben und so ihr Leben irgendwie über die Runden zu kriegen. Was braucht es, um diesen Zustand zu reparieren aus Ihrer Sicht?
Es braucht einmal eine leistungsfähige Wirtschaft, nicht? Es muss einmal Arbeitsplätze geben für Menschen, damit sie sich auch was aufbauen können. Es braucht bessere Chancen für die Jugend, auch dass hier die Möglichkeit und vor allem auch das Zutrauen besteht. Ich kann eine Aufgabe finden und ich kann eine Stelle finden, die mir eine Zukunftsperspektive bietet. Es braucht da eben einen Ausgleich, in dem Menschen, die eine Beschäftigung haben, auch mit ihrem Verdienst ein menschenwürdiges Leben führen können. Also nicht so wenig verdienen, dass sie gerade über die Runden kommen, sondern sich auch etwas aufbauen können, sich etwas anschaffen können, eine Wohnung oder ein Haus bauen oder was immer. Also einen gewissen Wohlstand erreichen können. Und da, glaube ich, ist der wesentliche Schritt, dass wir eine Wirtschaft haben, die Arbeitsplätze bietet und ein Bildungssystem haben, das den Menschen diese Fertigkeiten vermittelt, die sie brauchen, um im Berufsleben zurechtzukommen, die Qualifikationen haben, die heute gefordert sind, das sind andere als noch vor 30 Jahren. Und da, glaube ich, kann gerade eine vernünftige Standortpolitik, eine Bildungspolitik, die dafür sorgt, dass niemand oder so gut wie niemand auf der Strecke bleibt, viel dazu beitragen, dass es diesen Ausgleich gibt. Das heißt, diese Konzepte über diese Problematiken hat Sie und Ihr Team sich damals schon Gedanken gemacht, das verbessern zu können. Wenn man was braucht, kann ich mir vorstellen, okay, wie würde ich das persönlich jetzt angehen? Diese Konzepte in Ihrem Kopf, stellen Sie die jetzt als Beratungstätigkeit wem zur Verfügung? Wie gehen Sie jetzt mit diesen Sachen um? Wir wissen das jetzt. Und jetzt werden Sie sich denken, okay, was kann ich jetzt mit dem Auftrag von damals, den was ich mitgenommen habe, 800.000, ein bisschen mehr wie 800.000 Menschen haben Ihnen das Vertrauen geschenkt, wollen den Mut zur Veränderung. Es gibt sehr viele, so wie Sie das angesprochen haben, die was in Ihnen auch nicht nur gesellschaftlich investiert haben, mit der Unterstützung, sondern auch finanziell. Da steht ja fast 1 Million Leute hinter Ihnen, die sagen, okay, Frau Gries, knapp vorbei ist auch daneben, ist okay, aber was machen wir jetzt weiter? Ja, das ist sicher auch eine legitime Frage und da bin ich auch dabei, das zu überlegen. Okay. Also man kann voller Hoffnung in die Zukunft blicken, dass sie da noch was tut, diesbezüglich. Also ich persönlich würde es mir wünschen. Damit. Sie haben die Fähigkeit, Dinge in Worten zu transportieren, die ja jeder versteht. Ja, wo man so das Gefühl hat, boah, da trat mein Fernseher, das Radio auf, ich sehe die Frau Gries reden und die erklärt mir binnen kürzester Zeit, um was es hier geht. Sie kann das ganz gut kommunizieren. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite noch so, dass viele Leute sagen, Politik muss gelernt sein und Quereinsteiger werden nur dann erfolgreich, wenn sie sich rasch in Politiker wandeln. Da gibt es ja etliche Beispiele dafür, weil sie halt nicht wandelbar sind, so schätze ich sie mal ein. Wie sollte diese Form ausschauen, die Sie diesbezüglich leiten wollen? Diese Bewegung, weil Sie haben im Juni einmal, fällt mir jetzt gerade ein, gesagt, dass wenn dann keine Partei den herkömmlichen Sinn etc., sondern eher eine Bewegung zu starten. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, da muss man sich zuerst fragen, was braucht man denn? Wonach besteht denn ein Bedürfnis? Und aus meinen Gesprächen mit den Leuten sehe ich, dass ein Bedürfnis besteht nach einer Politik, nach einer Kommunikation mit den Menschen, die ehrlich ist, wo man die Dinge so schildert, wie sie sind, wo man sich auch traut, das zu tun, wo man den Leuten nicht irgendetwas vormacht. Denn die Vorhaben, die umgesetzt werden müssen, die sind ja nicht zu 100% für alle wunderbar. Das sind auch schmerzhafte Reformen, die wir brauchen. Das ist, ob das das Gesundheitssystem ist, ob das das Pensionssystem ist, ob das die Staatsfinanzen sind. Das tut ja auch gewissen Gruppen und irgendwo auch uns allen weh. Und das muss man auch begreiflich machen. Und da muss man versuchen, den Menschen das zu erklären, die Menschen auch anzusprechen, auch dafür zu gewinnen, dass sie sich damit auseinandersetzen, nicht an der Oberfläche bleiben, nicht so zu tun, als gäbe es eine ganz einfache Lösung, kriegst 100 Euro im Monat mehr oder einmal 100 Euro und damit sind die Probleme gelöst. Da sind sie nicht gelöst. Und das ist natürlich ein Prozess, der einen großen Einsatz auf beiden Seiten fordert. Auf den Seiten der Politiker, die den Menschen das sagen und begreiflich zu machen versuchen,
aber genauso auf Seiten von uns allen, die wir bereit sein müssen, uns damit auseinanderzusetzen und nicht eine Flucht in irgendwelche Versprechen vorziehen, wo wir uns sagen, der sagt, das geht schon irgendwie und da sind ja nur die schuld oder die schuld und ganz leicht kann man jetzt die Probleme lösen. Also das ist auch eine große Herausforderung für die Bevölkerung. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Da muss für eine neue Politik müssen sich beide Seiten anstrengen, die Politiker wie auch die Menschen, die sie wählen. Zurück zu Ihren ursprünglichen Beruf. Sie haben einmal gesagt im Zuge dessen, Sie hätten Lehrerin werden wollen. Im Endeffekt ist es Ihnen ja dann gelungen, weil so wie Sie gesagt haben, an den Universitäten noch immer eine Art von Lehrerfunktion weitergeben, ist es ja sehr schön zu beobachten und zu hören. Aber was braucht es, was würde die Schule aus Ihrer Sicht brauchen, um hier die Leute für die nächsten Jahrzehnte zu rüsten? Die besten Persönlichkeiten als Lehrer. Okay. Denn entscheidend sind die Lehrerinnen und Lehrer. Das kann jeder aus seiner eigenen Schulgeschichte beurteilen und jeder macht diese Erfahrung, dass ein großer Unterschied da besteht. Und das, was einem im Leben hilft und das, was einem prägt, das sind Lehrerpersönlichkeiten, die ganz hervorragend sind. Also das Wesentliche ist, Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die diese Aufgabe wirklich wollen und das gern machen. Und dazu müssen natürlich Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also der Beruf des Lehrers, der Lehrerin muss wertgeschätzt werden. Die Gesellschaft muss zum Ausdruck bringen, wie sehr sie das schätzt, dass Menschen diese wichtige Aufgabe übernehmen. Denn in den Schulen wird die Zukunft gestaltet. Da wird den jungen Menschen das mitgegeben, zu einem großen Teil das mitgegeben, was sie für ein selbstständiges Leben brauchen und auch dann, wie sie ihr Leben gestalten werden, wie wir einander begegnen. Das lernen wir im Miteinander, auch in der Schule. Und da braucht es Lehrerinnen und Lehrer, die sich da wirklich voll einbringen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Zweite ist dann eine Autonomie der Schule. Ich glaube, da sind jetzt richtige Schritte gesetzt worden. Man braucht ganz hervorragende Direktorinnen und Direktoren und denen muss man dann auch die Möglichkeit geben, Lehrer auszusuchen. Man muss ihnen auch einen finanziellen Spielraum einräumen, denn die Bedürfnisse der Schulen sind ja ganz unterschiedlich. Ob eine Schule in einem Bezirk ist, in dem es sehr, sehr viele Zuwanderer gibt, macht einen Unterschied, ob das eine Schule in einem Bezirk ist, wo Leute leben, die gehobener Mittelstand sind. Also das sind unterschiedliche Anforderungen und auf diese Anforderungen müssen die Schulen reagieren. Und das können sie am besten, wenn die Leute, die diesen Schulen vorstehen, auch die Möglichkeit haben, ihr Angebot danach auszurichten, was in diesem Bereich, an diesem Ort gebraucht wird. Also das ist ganz entscheidend. Sie wollten immer schon im Ausland studieren, das haben Sie ja dann auch gemacht. Mhm. In den früheren Jahren, es ist die Rechtswissenschaft letztlich geworden. Sie sagten, ich wollte lernen, wie ein Richter denkt, um später als Anwältin bei Gericht erfolgreich zu sein. Mhm. Haben Sie als Richter gelernt, die Anwälte zu durchschauen? Durchschauen ist nicht der richtige Ausdruck, glaube ich. Es geht darum, dass man in der Lage ist, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und das ist für einen Richter, eine Richterin ganz wichtig. Mal zu überlegen, ja, wie schaut das denn für den Anwalt aus, der da hier jetzt steht? Wie schaut denn das aus für den Zeugen, der da steht? Das ist in einer völlig ungewohnten Umgebung. Wie muss ich diesem Menschen begegnen, um zu erreichen, dass er wirklich die Wahrheit sagt? Also das ist eine ganz entscheidende Eigenschaft. Und da geht es dann nicht ums Durchschauen, ob der irgendwelche Tricks oder irgendwas hat, sondern es geht zu überlegen, wie schaut die Sache oder die Situation für den anderen aus? Und wenn einem das gelingt, dann ist es ja auch viel leichter möglich, zu einer guten Lösung zu kommen. Dann kann man besser mit den Menschen kommunizieren. Wenn man sich mal überlegt, ja, wie ist denn das für den? Ne? Wie schaut denn das aus? Ne? Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Und daher war das für mich auch eine sehr gute Erfahrung, die ich aus der Anwaltskanzlei mitgebracht habe. Das war für mich als Richterin ganz entscheidend, weil ich nicht mit diesem Vorurteil hineingegangen bin,
den Anwälten geht es nur darum, da einen gewissen Trick zu spielen. Oder sie schauen auf ihre Kosten, dass sie möglichst viel verdienen, dass das Verfahren möglichst lang dauert. Ich habe da in der Kanzlei zu differenzieren gelernt. Ganz unterschiedlich. Das gibt eben auch genug Anwälte, denen es darum geht, eine gute Lösung für ihren Klienten zu finden. So wie es auch gute Richter gibt oder auch Richter gibt, die vielleicht daran interessiert sind, den Fall möglichst rasch abzuschließen und nicht immer mit dem besten Ergebnis. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber es muss einem, um seine Aufgabe gut erfüllen zu können, ob jetzt als Richter oder als Anwalt, auch möglich sein, den anderen zu verstehen und sich das zu überlegen. Wie schaut es für den aus? Also das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Da haben Sie einmal auch von sich gegeben, was mir irrsinnig imponiert hat, dass die schönste Zeit aus Ihrer Richtertätigkeit die war, die am Anfang war, wo Sie noch in jedem Fall spezifisch, wo Sie Zugang hatten zu den Leuten, mit denen was Sie zu tun haben. Das war die schönste Zeit Ihres Lebens in der Richterlaufbahn. Jetzt in Folge, die letzte Station, was ich mitverfolgt habe, war die von Singapur. In Singapur gibt es eine Tätigkeit. Aber in Österreich war ich einmal was. Ja, das war es. Das ist weltberühmt in Österreich. Und wie kommt man dann zu dieser Singapur-Geschichte jetzt in Folge? Die letzte Station oder die, was Sie jetzt noch betreuen. Wie hat sich das entwickelt? Als ich OGH-Präsidentin war, da war ich auch 2 Jahre Präsidentin des Netzwerks der Höchstgerichtspräsidenten der Europäischen Union. Und dadurch habe ich auch Kontakte in anderen Ländern zu Leuten, die eben in den obersten Gerichten sind. Und da bin ich gefragt worden, ob ich bereit bin, so eine Richterposition anzunehmen. Wie halt überall im Leben läuft das über Kontakte, dass man Menschen kennt, die wieder jemanden kennen. Und die haben Richter gesucht. Da sind jetzt 11 Richter aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus Asien, Australien und auch aus Europa sind 2 Richter, also aus Kontinentaleuropa 2 Richter, ein Franzose und ich. Ja, so ist es gekommen, weil man auch Richter wollte aus einem Civil Law System, weil unser Prozesssystem ist anders als das System in einem Common Law Land wie in England, Amerika oder auch Singapur. Und Singapur will hier eine Kombination finden. Also die sind daran interessiert, das Verfahren so zu gestalten, dass es die besten Ergebnisse bringt. Und da meinen sie, und da glaube ich, das ist völlig richtig, dass man hier Elemente aus beiden Traditionen miteinander verbinden kann. Da hat das angloamerikanische System hat seine Vorteile. Das ist ein System, in dem die Anwälte eine starke Position haben und der Richter sich stärker zurücknimmt. Und das kontinentaleuropäische System, begründet von einem Österreicher, von Franz Klein, das ist der Schöpfer der österreichischen Zivilprozessordnung, da hat der Richter sehr starke Managementbefugnisse. Also der Richter gestaltet das Verfahren, der strukturiert das Verfahren. Und da ist es sinnvoll, wenn man beides zusammenbringt, dem Richter eine starke Stellung gibt, aber auch sicherstellt, dass die Anwälte die Anliegen ihrer Parteien gut vor Gericht vorbringen können. Und da ist Singapur sehr daran interessiert, das zusammenzuführen. Und deshalb hat man mich auch gefragt. Coole Sache. Das heißt, Sie chatten auch dann sehr viel hin und her, wie oft ist man in Singapur? Nein, das ist nicht so. Das läuft über Videokonferenzen, also da kommt man nicht immer zusammen. Das ist nicht unbedingt notwendig. Nein, das ist mit den neuen technischen Mitteln, hat sich das alles geändert. Nicht? Da wird, also das ist dann eine Vernehmung in Australien. Ich war dabei bei einem Verfahren, das eine australische Richterin geführt hat, einfach um das mitzuerleben. Und das war um 3:30 hat dort die Verhandlung begonnen. In Singapur war es 2:30 und in Österreich war es 7:30 oder 7:30. Ne? Also das kann man dann zur gleichen Zeit machen. Und über Videokonferenzsysteme kann man das zusammenschalten. Das ist gar kein Problem. Frau Dr. Gries, wir haben Sie da getroffen jetzt vor dem Hotel. Im Zuge dessen darf ich mich auch bedanken bei unserem Kooperationspartner, bei meinem Kooperationspartner. Hier im Hotel am Konzertras am Heumarkt, den wir da sehr kostengünstig einen Raum zur Verfügung gestellt haben, wo wir uns heute getroffen haben, um darüber zu reden. Und wie ich da auf Sie gewartet habe, sind Sie voller Elan, großen Schrittes, mit einem Lächeln im Gesicht so auf mich zugekommen. Wie halten Sie sich körperlich fit?
Gibt es ein Programm, das was Sie täglich machen? Nein, also ich mache das, was mich freut. Und das ist, ich lebe in Graz, da gehe ich in der Früh laufen. Okay. Dann gehe ich schwimmen, ja, ich mache schon Sport. Mhm. Aber das habe ich immer so gemacht. Also das ist keine Errungenschaft der letzten Jahre. Ich habe immer viel Bewegung gemacht. Um im hohen Alter dann fit zu bleiben? Ja. Nein, was mir Freude macht. Und ich finde gerade, das Laufen ist eine Möglichkeit, über etwas sehr gut nachzudenken. Ich habe das schon gemacht, als ich noch im Gericht gearbeitet habe, wenn ich einen schwierigen Fall gehabt habe, dann sind mir oft die Lösungen beim Laufen eingefallen. Und ich glaube, das ist ganz natürlich, das ist eine Routinebewegung. Man macht etwas, wo man nicht denkt, was man jetzt macht. Also das Hirn ist frei und da kann man sehr gut über Probleme nachdenken. Und auch jetzt so, wenn ich irgendwo was reden soll oder was schreiben soll, dann denke ich beim Laufen darüber nach. Und da habe ich meistens nicht so schlechte Einfälle. Also ich mag es, weil es mir Freude macht. Stimmt. Soll weiterhin so funktionieren. Sie haben vor gar nicht allzu langer Zeit einen runden Geburtstag gefeiert. Wie feiern Sie Geburtstage? Solche Familie, besonderen? Oder in so? Der Familie, also unsere ganze Familie. Wir haben einen Ausflug gemacht in die Obersteiermark, ins Hochschwabgebiet. Das war sehr schön. Eine gemeinsame Wanderung. Ja, das hat wunderbar gepasst. Am Schluss meiner Gespräche bitte ich jeden meiner Gesprächspartner, einen Satz weiter zu sprechen, den ich beginne, so wie sie ihn fühlen, so wie sie den spüren. Und dieser lautet: Der Sinn des Lebens ist es, eine Aufgabe zu finden und zu versuchen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Vielen herzlichen Dank für diese passenden Schlussworte. Vielen Dank für die Zeit, die Sie gespendet haben, wenn wir sich hier um zu unterhalten. Und alles Gute, Gesundheit für die Zukunft. Dankeschön. Ich danke Ihnen.